Vielen Dank, liebe Anja. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich darf Sie und euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Online-Podiumsgespräch How to Innenpolitik Hans-Christian Ströbele. Wie vielleicht schon einige von Ihnen und euch wissen, greifen wir mit einer Online-Podiumsreihe seit einigen Wochen verschiedene gesellschaftliche oder gesellschaftspolitische Themen auf, um die dann mit interessanten Gästen, mit Ihnen und euch, dem Publikum, zu besprechen und zu diskutieren. Und am heutigen Abend ist es uns wirklich eine ganz, ganz große Ehre, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Bereits, wenn man ihn anmoderieren möchte, könnte man eine halbe Stunde reden. Ich versuche es mal so kurz wie möglich zu halten. Er ist ein waschechtes Gründungsmitglied unserer Partei, hat während seiner aktiven Zeit nicht nur Parteigeschichte geschrieben, sondern ist auch Teil deutscher Geschichte geworden. Er gehört zu einer Spezies von Politikern, die ihre Meinung immer deutlich zum Ausdruck bringen, auch wenn sie nicht jedem gefällt, nicht mal der eigenen Partei, der er aber immer treu geblieben ist. Als waschechter Fundi fühlt es sich auch schon immer am wohlsten im linken Flügel unserer Partei, um aber unsere Positionen regelmäßig scharf von denen der SPD oder den Linken abzugrenzen. Und in einer Veröffentlichung der deutschen Politikwissenschaftlerin Saskia Richter steht über die Art, wie er Debatten führt, geschrieben, seine Rhetorik war gleichermaßen radikal, klar und deutlich, dabei aber selten verbohrt oder kompromisslos. Heute Abend ist er bei uns. Herzlich willkommen, Hans-Christian Ströbele. Ja, mein Name ist Daniel Flügel. Ich bin Parteivorsitzender der Grünen in Schwaben. Weiterer stellvertretender Landrat im Unterallgäu darf heute Abend für die Grünen Kreisverbände Memmingen, Unterallgäu und dem Ostallgäu ihr Gastgeber sein und sie durch die Veranstaltung moderieren und freue mich, dass wieder so viele mit dabei sind. Ein ganz herzliches Willkommen auch an die Presse. Wir haben eine Anmeldung. Schön, dass Sie auch da sind. Und last but not least, Sie haben es zwar schon selber kurz gemacht, aber ich will es trotzdem nochmal machen. Ihnen die zwei helfenden Hände im Hintergrund vorstellen und begrüßen. Ohne die läuft nämlich gar nichts bei uns. Den Nathan Lüders, Geschäftsführer der Grünen Ostallgäu, und die Anja Odendahl, Geschäftsführerin der Grünen Unterallgäu. Herzlichen Dank mal wieder an euch für die Orga und euren Support. Ja, jetzt geht's auch schon los. Lieber Christian, nochmal herzliches Servus und Hallo aus dem deutschen Süden nach Berlin. Fast 4 Jahre ohne Bundestag. Wie geht's dir und was treibst du so den ganzen Tag? Ja, ich sage auch erstmal guten Abend. Ich denke, in Bayern sagt man Grüß Gott. Also jedenfalls erkenne ich immer die Bayern, die in Berlin sind oder man hier trifft, dass sie Grüß Gott sagen. Ich sage dann immer den Teufel nicht vergessen auch. Und da sind sie manchmal belustigt, manchmal nicht. Ich sage jedenfalls aus dem Frühlings-Berlin, der allerdings sehr kalt ist, der Frühling. Guten Abend und hoffe auf eine interessante Diskussion. Das hoffen wir auch. Wie gut gelingt es dir denn, Christian, nach einem ganzen Leben voller oder des sich Einmischens, Mitmischens, des politischen Gestaltens, ich sage jetzt mal, Ruhe zu geben und ein braver Rentner zu sein? Oder rufst du ab und zu noch im Bundestag an oder bei Robert, um dich da nach dem Rechten zu erkundigen? Nee, also zur Partei habe ich nur zu meinem Wahlkreis Kontakt, ganz selten zur Bundesspitze. Also zum Beispiel, als der Geburtstag der Grünen gefeiert wurde, wurde ich eingeladen, durfte auch reden dort hier in Berlin. Aber das ist die ganz, ganz große Ausnahme. Sonst eigentlich nicht. Während der Diskussion über das Grundsatzprogramm habe ich mich auch eingemischt mit ein paar Punkten, die leider nicht so, wie ich wollte, durchgekommen sind. Aber das ist das Schicksal, was ich ja gewohnt bin seit vielen Jahren. Und ich bin auch nicht Rentner, sondern ich bin ein kranker Mann. Das heißt, ich bin sehr eingeschränkt in meiner Bewegung. Ich kann nur mit Rollator raus und deshalb machen wir ja auch diese Diskussion jetzt nicht irgendwo im Allgäu, sondern über das Internet, weil das andere gar nicht möglich gewesen wäre. Und ich habe mit der Krankheit zu tun oder den Krankheiten, die man ja im Alter hat. Aber ich bin auch noch als Rechtsanwalt tätig und übernehme hin und wieder Mandanten. Aber ganz, ganz wenige und nur die mich besonders interessieren,
die vielen, vielen, die sich ungerecht behandelt fühlen, in Deutschland sich an mich wenden, die muss ich enttäuschen, kann ich nicht alle schaffen. Also von wegen, dass du jetzt Ruhe gibst, du mischst eigentlich dann schon noch ordentlich mit. Wenn du zurückschaust, Christian, auf ein Leben voller politischer Highlights, auf Höhen und Tiefen, gibt es da irgendwas oder eine Zeit, die dir emotional besonders in Erinnerung geblieben ist? Oder war das einfach so viel, dass sich da nichts speziell herausgreifen lässt? Ja, das waren sehr, sehr negative Erfahrungen. Zum Beispiel während des Beginns des Kosovo-Krieges, aber auch des Krieges in Afghanistan, wo ich mich ja entschieden gegen die deutsche Beteiligung gewandt habe, mit einigen wenigen aus der Fraktion damals. Leider hatten wir nicht die Mehrheit. Und inzwischen stelle ich fest, 20 Jahre Afghanistan. Ich glaube, wenn das einer der Bundestagsabgeordneten damals gewusst hätte, hätten die nicht zugestimmt. Auch die von der CDU nicht. Habe ja auch manchmal mit denen geredet und die haben dann auch gesagt, du hast ja so recht. Aber laut haben sie es nicht gesagt. Das ist also eine Entscheidung gewesen, die mir sehr an die Nieren gegangen ist, weil ja auch die Koalition damals auf dem Spiel stand. Wenn die nicht die Mehrheit, die Kanzlermehrheit gehabt hätten, dann wäre die Koalition zu Ende gewesen. Aber ich habe natürlich auch sehr, sehr tolle und erfolgreiche Erlebnisse, die ich immer wieder erinnere und manchmal auch die Erinnerung auffrische. Das war zum Beispiel, als ich nach 4 Jahren Bundestag neu kandidieren wollte, wieder für den Bundestag hier in Berlin. Da kam ich nicht auf einen aussichtsreichen Listenplatz. Wir hatten nur 2 und einer war für eine Frau natürlich und einen habe ich mich bemüht und kam da nicht drauf. Und dann habe ich mich in meiner Verzweiflung, ich habe mich fürchterlich ungerecht behandelt gefühlt von den Mitgliedern oder von der Mehrheit der Mitglieder. Und dann habe ich lange, lange überlegt und dann habe ich mich entschlossen, direkt zu kandidieren, also als Direktkandidat. Das hat bis dahin keiner der Grünen geschafft, ein solches Mandat zu erringen. Und auch meine Chancen, die waren eigentlich weit unter Null, weil ich musste die Stimmen für die Grünen hier in dem Wahlkreis Kreuzberg-Friedrichshain verdoppeln, um in den Bundestag zu kommen, also um als Kandidat durchzukommen. Und ich habe einen ganz neuen, modernen Wahlkampf gemacht. Dafür habe ich dann nachher auch einen Preis des besten Mobilisierer des Jahres bekommen. Und wieder alle Voraussagen habe ich den Wahlkreis ganz knapp gewonnen, also die Mehrheit der Stimmen. Und da war ich sowas von glücklich. Ich war da 3 Tage vorher von einem Rechtsradikalen im Wahlkampf angegriffen worden und zu Boden geschlagen worden oder jedenfalls in die Knie. Der hat mich von hinten angegriffen, war so eine Hühne. Und dem bin ich hinterhergegangen und habe mutig, aber das Risiko nicht beachtend, den verfolgt. Und er wurde auch festgenommen und stellte sich als ein Alt-Nazi raus, der auch schon im Balkan gekämpft hatte. Und der hatte mich zusammengeschlagen und ich lag zu Hause im Bett und war an diesem Wahlsonntag tagsüber in der Klinik, um zu gucken, was an meinem Kopf alles kaputt ist. Und lag hier auf dem Sofa. Und dann habe ich mir abends die Nachrichten angeguckt, die Wahlergebnisse. Und als das dann geschafft war, da war ich sofort gesund, habe mich zu der Partei, also zur Wahlparty bringen lassen. Und dort war ich sowas von aufgelöst, dass ich mich gefreut habe. Und das habe ich dann ja 4-mal hintereinander weitergeschafft mit dem Direktmandat. Und das sind so Augenblicke, wo man denkt, ganz, ganz toll, das Unmögliche möglich machen. Das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Grundsatz, der die Grünen von Anfang an geprägt hat. Ich war wirklich bei den ersten die Überlegungen dabei, wo wir uns hinsetzen, Sachen, wie könnte man das machen und so. Und da war immer das Ziel, das Unmögliche möglich machen. Aber ich glaube, dass wir jetzt vor so einer Situation stehen, wie im Augenblick, dass wir möglicherweise den Kanzler stellen, dass wir diesmal um die Kanzlerschaft kämpfen im Wahlkampf, das hat damals keiner erträumt. Das wäre auch direkt meine nächste Frage an dich.
Christian, 1990, also diese ganze Geschichte, die du miterlebt hast, 1990 haben wir den Wiedereinzug in den Bundestag verpasst. Heute diskutieren wir darüber, wen wir als Kanzlerkandidatin aufstellen möchten. Wie beurteilst du denn als Gründungsmitglied, du hast gerade schon gesagt, wir haben uns damals zusammengesetzt und haben uns überlegt, was uns eigentlich antreiben sollte und was wir wollen. Wie beurteilst du als Gründungsmitglied diese Entwicklung? Und wie siehst du uns Grüne als Partei heute? Und welche Verantwortung haben wir vielleicht auch im Jahr 2021? Ja, die Verantwortung, die möchte ich eigentlich nicht haben. Weil wenn das schief geht, dann wird das zu einer Enttäuschung in der Bevölkerung führen, die nicht nur die Grünen abkriegen, sondern die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland nachhaltig beeinflussen wird. Das heißt, die große Verantwortung besteht darin, aus dieser Chance was zu machen, nicht nur zu gewinnen, jetzt den Wahlkampf, sondern danach auch eine konkrete Politik, ich sage mal, gleich nach Abschluss des Koalitionsvertrages zu machen, die den Leuten zeigt, jetzt wird wirklich dran gearbeitet und jetzt wird nicht nur versprochen, sondern alles, was wir versprechen nicht alles, aber alles, was wir versprechen, das wird auch umgesetzt. Also es kann nicht so sein wie bei Angela Merkel, dass die in einen Wahlkampf geht oder auch vorher schon betont, welche Klimaziele sie umsetzen will. Und dann macht sie während einer ganzen Legislaturperiode 0,0 in diese Richtung. Und da bin ich voll auf Seiten von Friday for Future, dass die jungen Leute enttäuscht sind, dass ihnen das immer wieder versprochen wird, dann wird das nicht eingehalten und dann steht man da und sagt, soll ich jetzt eine Revolution machen gegen die, die ihre Versprechungen nicht einhalten? Also das ist eine so große Sünde, sowas Konkretes klar mit Zahlen zu versprechen und das nicht einzuhalten. Und das darf den Grünen nicht passieren. Sie müssen dann einen Vertrag machen, der realistisch ist, der aber sehr weit vorausschauend ist und für den sich zu lohnen zu kämpfen. Nochmal zurück zur Gründungsphase. Lässt sich der Kerngedanke, den ihr damals hattet, also dieser Spirit, der euch Urgrüne damals angetrieben habt, was zu wuppen, was zu machen, mit dem Spirit der Grünen von heute vergleichen? Nein, natürlich hat sich da sehr, sehr viel geändert, schon im äußeren Gehabe. Du weißt ja wahrscheinlich oder alle wissen, dass die erste grüne Bundestagsfraktion, die ist dann mit Zweigen und Tannenzweigen und so da im Bundestag eingezogen. Ich glaube, wenn das heute eine andere Partei machen würde, würden die Grünen auch Ordnungsrufe verteilen. Also da hat sich vieles schon im Aussehen, schon der Kleidung. Wenn man die Bilder von damals sieht, und ich habe die natürlich im Kopf, und dem, wie es heute aussieht, hat sich sehr vieles verändert. Auch inhaltlich hat es sich vieles verändert. Aber eins hat sich nicht verändert, dass wir den Glauben daran, dass das, was wir für richtig halten, etwa jetzt in der Klimapolitik, und was gemacht werden muss, dass wir den so nachhaltig verfolgen, dass auch was draus wird. Weißt du, zu mir kommen jetzt die ganz jungen Leute und sagen, jetzt habe ich schon dreimal demonstriert und wir waren auch schon 50, 100.000 hier in Berlin auf der Straße. Und hat sich geändert? Nichts hat sich geändert. Was soll ich denn machen? Und dann sage ich nicht, trete irgendwo ein, sondern ich sage, weil dieses platte Werben oder sowas für Parteien, such dir eine Stelle, wo du die Politik betreiben kannst, die du für richtig hältst. Und dann habe eine lange, lange, lange Haltung, habe eine lange, lange Ausdauer, das auch umzusetzen. Vor 40 Jahren sind wir angetreten und haben gesagt, da muss sich grundsätzlich was ändern. Wir sind verlacht worden, wir sind bespuckt worden, wir sind überhaupt nicht wahrgenommen worden. Alle, auch der damalige Kanzler Kohl hat gesagt, naja, das überlebt sich. Das ist mal so ein Phänomen für eine Legislaturperiode, haben die das geschafft. Aber heute stehen wir davor, vor der großen Verantwortung, tatsächlich auch unsere Politik auch umzusetzen, weil inzwischen die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung
der gleichen Ansicht ist, für die wir damals die Grünen gegründet haben. Kommen wir mal zur Politik oder ein Stückchen weiter, zur noch weiter rein in die Innenpolitik, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte. Christian, was sind die Parameter guter Innenpolitik? Was zeichnet gute Innenpolitik aus? Worauf kommt es an? Die Innenpolitik muss vor allen Dingen die Grundrechte garantieren, muss alles unterlassen, was ein Eingriff in ein nicht zu rechtfertigender Eingriff in die Grundrechte der Menschen ist. Und wenn wir jetzt gerade in den Corona-Zeiten leben, sehe ich mit Schmerzen, dass täglich für Millionen von Menschen in ihre Grundrechte eingegriffen wird. Ich rate den Leuten dann auch immer bei den schlimmsten Auswüchsen vor Gericht zu gehen und habe sehr früh schon gesagt, die Gerichte werden euch nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen helfen. Ich gebe mal ein Beispiel. Also am Anfang war ja bei Corona die Auffassung, man muss die alten Leute in den Pflegeheimen, in den Altersheimen völlig wegsperren. Die dürfen keinerlei Kontakt, auch wenn sie im Sterben liegen, zu ihren Angehörigen haben. Das ist auch durchgeführt worden. Ich habe mich gemeldet und habe gesagt, jeder, der davon betroffen ist, gehe zu Gericht. Das wird das Bundesverfassungsgericht und das werden die deutschen Gerichte nicht dulden. Und inzwischen hat sich auch da viel geändert. Das heißt, die Wahrung des Rechtsstaates, der rechtsstaatlichen Errungenschaften, müssen im Mittelpunkt stehen in der Innenpolitik. Auf der anderen Seite muss aber natürlich auch die Sicherheit der Menschen garantiert werden. Also ich habe selbst in den Zeiten, in denen ich große Widerstände gegen Polizisten hatte, die für mich so eine Art rotes Tuch gewesen sind, habe ich mich in Notsituationen natürlich an die Polizei gewandt. Also als mir hier in meine Praxis Steine reingeworfen wurden und unten durch an die Haustür, mit Wackerstein durchschlagen wurde, da bin ich nicht nur dem hinterhergerannt, der das gemacht hat, sondern ich habe das auch gemeldet. Und ich habe dann auch, als ich Bundestagsabgeordnete war, dankbar die Hilfe des Bundeskriminalamts in Anspruch genommen, um diese Wohnung hier sicherer zu machen. Also da will man das Know-how haben, will Hilfe haben und das muss natürlich auch möglich sein, aber unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Wir haben ja jetzt im Bundestag auch Frau Michalek, eine Polizistin aus Köln, mit der habe ich sehr gut zusammengearbeitet, weil ich ja gerade auch im Rechtsstaatsbereich tätig war. Und wir waren uns fast in allen Punkten einig. Also ich mit einer Polizistin. Und ich hoffe, bei dir wird das auch so klappen. Es läuft schon mal ganz gut, sage ich so. Zum Thema Polizei möchte ich nachher noch mal ein bisschen genauer kommen. Du bist ja schon unheimlich lang politisch, aber in den 70ern, in den 80ern vor allem auch beruflich mit der Bundesrepublik als Rechtsstaat beziehungsweise in seiner Exekutivrolle in Kontakt kommen, sage ich jetzt mal. Bist du in deinen Berufsjahren als Anwalt, aber auch danach als Politiker mal an einen Punkt gekommen, wo du an der deutschen Rechtsstaatlichkeit ernsthaft gezweifelt hast? Ja, es war auch so. Es gab eine Zeit lang, Anfang der 70er Jahre, als ich habe ja auch Leute aus der RAF verteidigt, als die in den Gefängnissen waren, gab es dort Verhältnisse, die so nicht rechtsstaatlich waren, die Menschenrechte verletzten, Folter darstellten und nicht hinnehmbar waren. Ich und meine Kollegen, die da mitgearbeitet haben, die anderen Anwälte, wir haben uns bemüht, bei Gericht Änderungen zu erreichen, etwa zuletzt beim Bundesverfassungsgericht. Da war eine Justiz, die sich nicht mal ernsthaft mit den Beschwerden beschäftigt hat. Wenn wir 30 Seiten geschrieben haben, kriegt man eine halbe Seite zurück, ohne auf irgendeines der Argumente einzugehen. Bis dann nachher Sachverständige, medizinische Sachverständige gesagt haben, das geht so wirklich nicht. Und ich sage mal ganz gewagte These, wenn damals das Bundesverfassungsgericht und die Obergerichte in Deutschland so aufgestellt gewesen wären, wie heute das ist,
auch da gibt es ungerechte Urteile. Ich kriege immer wieder solche auch zugeschickt. Aber generell ist die Justiz heute sehr, sehr viel weiter. Und wenn damals die Justiz anders reagiert hätte, dann wäre uns auch im deutschen Herbst vieles, vieles erspart. Also der Umgang mit oder die Handhabung der Rechtsstaatlichkeit durch die Exekutivbehörden und durch die Gerichte, insbesondere wenn es um Eingriffe in die Grundrechte geht, hat sich dann deiner Meinung nach in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten zum Positiven verändert. Das Ja. Jetzt setzt du dich, du hast vorhin man schon muss gesagt, allerdings wissen, man ja. muss wissen, viele Richter bis hin zum Bundesverfassungsgericht, gerade in den obersten Instanzen, die kamen als Richter aus der Nazizeit. Die waren zum Teil an Todesurteilen beteiligt. Die waren nach dem Krieg, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, waren die in der deutschen Justiz beschäftigt. Es gibt sehr gute Bücher darüber, wo das aufgezeigt worden ist. Und die hatten ja keinen neuen Kopf, sondern die hatten den Kopf, den sie auch als Nazi-Richter hatten. Du hast vorhin schon angesprochen, die Einschränkungen, die jetzt so gemacht werden seitens der Bundesregierung, seitens der Länder. Man kann, glaube ich, schon sagen, dass die selbstbestimmten Verhältnisse der Bürger in einem Maße eingeschränkt werden, wie wir seit dem Ende der Nazi-Diktatur nicht mehr hatten. Du hast vorhin schon gesagt, du empfiehlst dann auch, sich dagegen zur Wehr zu setzen, also zu klagen. Aber wie beurteilst du das? Wie geht es jetzt dann im Vollblut-Bürgerrechtler Hans-Christian Ströbe, der auf der einen Seite, der sagt, Mensch, das ist ein massiver Eingriff in die Bürgerrechte, was gerade passiert. Und auf der anderen Seite haben wir diese Covid-Pandemie, ein tödliches Risiko birgt. Was geht da in dir vor und wie beurteilst du die Situation rechtlich, also was die Eingriffe anbelangt? Natürlich gibt es Notstände und Notstandssituationen. Das können viele Menschen werden das in ihrem Leben erleben, dass solche Situationen sind, wo man auch was tun muss, was man normalerweise niemals tun würde. Und so ist die Situation heute. Es geht um die Rettung von möglichst vielen Menschen. Also gerade auch der Alten, jetzt nicht nur von mir, sondern der vielen Millionen, auch alten Menschen, dass die überleben. Und dafür ist die Einschränkung, soweit sie dafür notwendig ist, betone ich, auch richtig und erforderlich. Das unterstütze ich auch. Ich meine, bei der ganzen Politik jetzt der Bekämpfung der Pandemie werden unendlich viele Fehler gemacht. Also von der Bundesregierung schon die ganze Anlage, dass das alles da so ein Gremium, was ja in keiner Verfassung vorgesehen ist, entscheidet. Da und die Kanzlerin, die versammelt da die Ministerpräsidenten. Was soll das eigentlich sein? Soll das eine Überregierung sein oder was? Die Leute um sich. Und die machen auch vieles falsch. Die Kanzlerin hat es ja auch manchmal zugegeben, dass sie da vieles falsch machen. Aber da ist vieles notwendig. Und man muss das, was falsch ist, natürlich auch kritisieren. Ich sage zum Beispiel heute, wir erleben jetzt gerade in diesen Tagen, was es bringt, die Hausärzte zur Beteiligung an der Impferei. Ich habe das, seit die Impfstoffe da sind, gefordert, dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Die kennen ihre Patienten und können jedem Patienten sagen, für dich ist das, glaube ich, nicht das Richtige, du hast die und die Vorerkrankung und lass das lieber oder warte noch ein bisschen oder irgendwas. Und deren Beruf ist es, zu spritzen und zu impfen. Und dann nimmt man die da raus und baut solche Riesenzentren, wo man meint, da geht das besser, schneller und billiger, was überhaupt nicht der Fall ist. Also das ist ein Riesenfehler. Und ich glaube, wenn man die Hausärzte von Anfang an beteiligt hätte, wären heute schon Millionen mehr geimpft und damit auf der sichereren Seite. Also sowas soll man kritisieren, soll das einfordern. Und ein Mittel dafür wäre, dass man sagt, die wichtigen Entscheidungen müssen im Deutschen Bundestag. Das ist das oberste Gremium. Das sind die gewählten Vertreter des Volkes. Ja, die müssen das mit Mehrheit oder großer Mehrheit dann entscheiden. Macht man das so oder macht man das so nicht? Man behandelt die jetzt wie dumme Jungs und Mädels.
indem man dann irgendwas vorsetzt, was dieses Supergremium da beschlossen hat, und dann können sie nur noch zustimmen und können Kritik üben, aber dann wird es schon umgesetzt. Wo liegen denn deiner Meinung nach ganz grundsätzlich für einen Rechtsstaat die größten Herausforderungen, sich diese Rechtsstaatlichkeit tatsächlich auch zu wahren, also ein Land zu bleiben, in welchem die Bürgerrechte beachtet werden, und welche Gefahren gibt es von außen, auf die es möglicherweise zu reagieren gilt? Also da fällt einem natürlich zunächst ein, dass es Zehntausende gibt, gerade in Süddeutschland, also in Baden-Württemberg vor allen Dingen, die leugnen, dass es überhaupt eine Corona-Gefahr gibt und alle möglichen Hirngespinste da erfinden. Die Kanzlerin würde damit die Diktatur einführen und wolle da Diktatorin werden oder weiß ich was. Das ist natürlich alles Unsinn. Und da muss man aufpassen und muss auch einschreiten, wenn da falsche Informationen verbreitet werden, die möglicherweise zweifelnde Bürger davon abhalten, sich impfen zu lassen. Das muss man, kann man nicht unkritisiert und unhinterfragt stehen lassen, weil da können Leute in die Irre geführt werden. Und das wäre ja oder ist was ganz Schlimmes. Und ich finde es auch schrecklich, wenn ich sehe, wie zum Beispiel am letzten Wochenende große Demonstrationen in Stuttgart, manchmal auch in Berlin stattfinden und die Leute sich so verhalten, dass das geradezu ein Hotspot für die Ansteckung ist und da passiert nichts. Und wenn hier einer um die Ecke jemand aus einer bekannten Familie trifft und die kommen zu zweit oder zu dritt, dann darf er mit denen nicht reden. Da muss man richtig reagieren, natürlich immer die Kirche im Dorf lassen und nicht überreagieren, aber klare Stopps auch setzen. Das ist manchmal schwierig. Also ich habe mein Leben lang demonstriert. Wenn du mich vor 10 Jahren gefragt hätte, ich gesagt, ich nehme an jeder Demonstration in Berlin teil. Das war damals schon schwer, weil häufig manchmal 3, 4 am Tag stattfanden, am Wochenende. Aber ich bin wirklich demonstrationsgewohnt und sehe, dass das eines der wichtigsten Rechte überhaupt in der Gesellschaft ist, weil von daher können nur die Impulse für wirkliche Veränderungen kommen, dass man auf die Straße geht und das äußert, das muss man können. Aber jetzt zweifle ich manchmal und sage, wenn das dazu führt, dass die Leute sich schuldig machen, dass andere Leute möglicherweise schwer krank werden oder sterben, dann muss man da eine Abwägung treffen und das verhindern. Auf wie viele Demonstrationen gehst du jetzt noch, Christian? Zurzeit? Meine letzte war, glaube ich, vor einem Jahr, da bin ich schon mit dem Rollator bei Friday for Future mitdemonstriert, aber das war eine Viertelstunde oder so, weil ich es einfach nicht kann. Ich kann es körperlich nicht. Ganz bei mir hier in der Nähe, ich wohne in der Nähe des großen Sterns hier am Rand des Tiergartens, da finden die Demonstrationen statt. Und wenn ich hier meine Runden drehe an der Spree da unten, dann höre ich die manchmal. Und dann juckt es mich in den Beinen. Das also, glaube ich dir sofort. Vielleicht gegen zum Protestieren oder so, wenn es die Falschen sind. Also das, die Leidenschaft habe ich immer noch, aber vieles, vieles kann ich leider nicht mehr. Kommen wir mal von Covid zu einem anderen großen innenpolitischen Thema. Extremismus, Terror, ein Rechtsstaat muss auf der einen Seite auf sich selber aufpassen, rechtsstaatlich zu bleiben. Auf der anderen Seite gibt es auch Bedrohungen von außen. Nachdem die RAF 98 ihre Selbstauflösung bekannt gab, verschwand zunächst mal der Begriff, sage ich jetzt mal, Terrorismus für eine Zeit lang aus der innerdeutschen Berichterstattung, um dann aber eine traurige Renaissance zu erfahren. Allerdings sah und sieht sich die Republik aktuell ja maßgeblich mit Terror von rechts konfrontiert, so zumindest meine Einschätzung. Wie siehst du die terroristischen Gefahren für und in der Republik? Aus welcher Richtung kommen aktuelle terroristische Gefahren deiner Meinung nach? Und wodurch entsteht überhaupt Nährboden für diesen Terror? Haben wir da gesellschaftlich was verpennt? Also wir haben immer Mitschuld. Immer. Also das entsteht ja nicht nur so aus dem Nichts raus. Nein, das ist eine echte Gefahr. Ich war als Anwalt da sehr stark involviert. Ich habe zum Beispiel eines der Opfer des Brandanschlags in Mölln damals
wo ja auch schon Rechtsradikale unterwegs waren, habe ich die Familie vertreten im Gericht, in dem Prozess gegen die beiden Täter, die dann auch verurteilt worden sind. Da war ich übrigens zum ersten Mal, war ich anwaltlich tätig an der Seite der Bundesanwälte, weil die waren da und wir haben uns dann abgesprochen, wie man da vorgeht oder so. Ich kam mir auch ganz komisch vor, da, weil das war gegner in den Rom da. Und da habe ich kennengelernt schon, das war Anfang der 90er Jahre, dass im Untergrund, also nach der Wende, dass es da brodelt. Also Rostock, auch Mölln und die anderen Städte, wo diese Anschläge gewesen sind. Und habe sehr viel schon damals über die Stärke dieser rechten Kreise gelernt. Zum Beispiel, dass es in Teilen in Norddeutschland sogenannte befreite Dörfer gegeben hat, wo man, wenn man da mit dem Auto durchfahren musste, nur durchgelassen wurden, wenn man den Hitlergruß gezeigt hat. Das habe ich vorher, wenn ich nicht in dem Prozess gewesen wäre, und auch die Bevölkerung hat das gar nicht so wahrgenommen, dass es das gibt in Deutschland. Also mir gruselt es nur die ganze Zeit. Und das ist inzwischen sehr, sehr erstarkt, tritt immer wieder auf, nicht nur bei den ganz schlimmen Attentaten, wo viele Menschen umkommen, sondern auch, das frisst sich ja überall in der Gesellschaft rein, also auch im Polizeiberuf, auch bei der Bundeswehr. Wir haben immer wieder solche Fälle. Als ich noch im Bundestag war, haben wir uns gerade mit der Durchdringung oder des Eindringens von rechtsterroristischen Gedanken und Gruppen auch in die Bundeswehr beschäftigt. Da war ja dieser, ich sag mal, verrückte Bundeswehroffizier, der sich als Asylbewerber ausgegeben hat und auch Geld kassiert hat. Obwohl er hier in Deutschland Soldat war und der ja in so einem ganzen Netz, was nicht nur in Deutschland war, sondern auch in Österreich, ein Netz von rechtsradikalen, gewaltbereiten Leuten tätig ist. Also das ist eine riesige Gefahr, die gar nicht unterschätzt werden oder überschätzt werden kann. Ich war auch im Deutschen Bundestag in dem Untersuchungsausschuss, der sich mit den NSU beschäftigt hat. Und ich habe da selber auch drüber veröffentlicht. Das war grauenhaft, was da vor allen Dingen auch in den Ostbundesländern entstanden war und sich festgesetzt hat. Also ein unendliches Verbrechen, was über 10 Jahre lang existierte, wo die Sicherheitsbehörden überhaupt nicht weiterkamen, sondern uns erzählten, auch uns im Bundestag erzählten, eine radikale rechte Gefahr gibt es in Deutschland nicht, da sind die viel zu zerstreut und so. Und dann, was ich da nachher gelesen habe und was die Zeugen ausgesagt haben in dem Untersuchungsausschuss, da fiel mir die Klappe runter. Und ich habe gesagt, wie kann das Bundesamt für Verfassungsschutz sowas verbreiten, wenn gleichzeitig diese Leute 10 Jahre tätig waren, von Banküberfällen gelebt haben und 10 Menschen umgebracht haben. Also wirklich hingerichtet haben. Also da gibt es vieles, zu tun. Das ist auch in den letzten Jahren immer mehr und bedrohlicher geworden. Aber auch da setze ich jetzt nicht nur auf mich, auf die Polizeibeamten, schon gar nicht auf den Verfassungsschutz, sondern ich setze auf die Zivilgesellschaft. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr viele von den Antifaschisten, von den Antifa-Gruppen, die es da gibt, sehr viel besser über die Neonazis, über man muss ja sagen, das sind echte Nazis zum Teil, Bescheid wissen, als die Geheimnisse, die Geheimdienste, die mit so unendlich viel Geld und Rechten ausgestattet sind, sodass ich heute noch sage, das Bundesamt für Verfassungsschutz in seiner jetzigen Form muss abgeschafft werden, weil die haben so schwere, gravierende Fehler gemacht und ich könnte jetzt auch einen ganzen Abend erklären, worin die Fehler lagen, das wollen wir jetzt nicht tun, aber die haben so schwere Fehler gemacht, dass man nur sagen kann, die müssen abgewickelt werden und stattdessen muss was entstehen, was viel mehr auch zusammenarbeitet mit der Zivilgesellschaft, mit den Leuten, die mit den Tätern oder potenziellen Tätern viel mehr zusammen sind und auch viel mehr über die wissen.
Wir haben das auch im Deutschen Bundestag, ich war da selber sehr stark beteiligt, auch in mehreren Beschlüssen der Fraktionen so festgelegt, dass wir das so wollen. Auch ich sehe, dass es unter bestimmten Voraussetzungen clandestine Ermittlungen geben muss. Aber dafür brauchen wir nicht eine solche Behörde, die ja dann auch manchmal aus der Art schlägt und außer Kontrolle gerät. Zu den Geheimdiensten möchte ich nachher tatsächlich noch mal ein bisschen genauer kommen, weil du warst ja auch jahrelang Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums zur Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundestags. Und da würde mich dann schon noch genauer noch deine Meinung interessieren oder das, was du da erlebt hast, insbesondere wenn wir über den Verfassungsschutz sprechen. Nochmal eine Ecke zurück zum Rechtsterrorismus. Ich sage jetzt mal frech, weshalb es Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre in der Republik letztlich zum organisierten Linksterrorismus kommen konnte, ist für dich ein Stück weit nachvollziehbar. Kannst mich gern verbessern, wenn es nicht so ist. Aber sind für dich auch die Gründe nachvollziehbar, also die Gründe, warum es zu Rechtsterrorismus kommen konnte oder warum der so stark zurückkommen konnte? Kannst du dir die Gründe dafür erklären? Also erstmal zu den linken Bewegungen, die es dann in den 60er Jahren gegeben hat. Also ich bin ab 67 Teil dieser Bewegung gewesen, der außerparlamentarischen Opposition. Und ich bin sicher, ohne diese außerparlamentarische Opposition wäre Deutschland heute nicht in so einem Entwicklungszustand, wie das dann inzwischen geworden ist. Es ist richtig, dass auch die Erfahrungen, die da gemacht worden sind, haben eine ganz wesentliche Rolle gespielt, dass einige dann dachten, das kann nur mit Gewalt geregelt werden und in den Untergrund gegangen sind und meinten, sie können jetzt die Revolution gemeinsam mit den Revolutionären auf der ganzen Welt, also in Südamerika, in England, Frankreich, Italien, überall, wo es das gab, USA, erreichen. Diese Meinung war damals in der ABO stark verbreitet und es haben dann nur wenige sich entschlossen, da zur Waffe zu greifen und sich in den Untergrund zu begeben. Aber auch das lässt, könnte ich auch jetzt lange erklären, lässt sich erklären, wie es dazu kam. Das war eine Eskalation, die da in Gang gesetzt wurde. Und jetzt nochmal zum Rechtsterrorismus. Es gibt nicht so eine einseitige Erklärung. Es gibt das Wabernde aus der damaligen Zeit, und zwar nicht, weil noch alte Leute leben, die Nazis gewesen sind und das jetzt weitergeben, sondern weil vieles von den Vorstellungen, also angefangen vom Antisemitismus, aber auch von der Feindschaft gegenüber demokratischen Strukturen und so weiter, das hat überlebt. Das ist nach wie vor da. Natürlich personalisiert es, kommt es dann immer durch Personen zum Ausbruch, aber das wird weiter und immer weiter gepflegt und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Damit müssen wir sehr, sehr früh eingreifen, wenn wir nicht wollen, dass diesen einfachen Erklärungen in der Gesellschaft, da ist der Feind, da sind die Bösen, mit denen darf man alles machen, die darf man umbringen und quälen, foltern, ermorden und alles, oder wegen ihrer Hautfarbe, weil sie nicht weiß sind, oder wegen ihrer sonstigen Herkunft oder wegen ihrer Anderssein, etwa im Geschlechtsleben oder so. Also dieses Menschenbild, das hat immer weiter gelebt. Und das war dann natürlich nach dem Krieg sehr, am Anfang nicht, aber dann nachher sehr in Frage gestellt. Das ist wieder hochgekommen. Und wenn wir nicht sehr aufpassen, dann droht das uns auch zu überrollen. Noch haben wir relativ stabile wirtschaftliche Verhältnisse in Deutschland, relativ stabile politische Verhältnisse in Deutschland. Wir hoffen jetzt, dass die Grünen die Union beerben und ersetzen und eine starke politische Kraft dann hier in Deutschland sind. Aber die Gefahr ist, wenn das mal alles nicht mehr so gut läuft, wenn es äußere Gefahren gibt, wenn es innere Gefahren gibt, dann kann das zu schrecklichen Konsequenzen nicht nur zu einzelnen Anschlägen kommen, sondern zu einer wirklichen Gefahr für unsere Gesellschaft. Ich habe das nicht für möglich gehalten. Also
Wenn du mich auch in den 60er Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, naja, das sind die alten Nazis, die müssen da auch weg. Und ich hatte selber auch unter den Juristen, mit denen ich zu tun habe, die meine Hochschullehrer waren, das waren tief verwurzelte Nazis, die Bücher geschrieben haben, warum der Führerstaat das einzig Richtige ist. So, die haben uns dann nachher Verwaltungsrecht beispielsweise in der Universität beigebracht. War gute Lehrer also in den Bereichen. Aber das war ja alles bei denen noch im Kopf. Die haben ja nicht eine Reinigung damit gemacht. Und das haben wir damals bekämpft. Das haben wir mit mäßigem Erfolg bekämpft. Das ist inzwischen dadurch, erledigt sich das, weil die Menschen sterben. Aber diese Ideen oder die Gedanken, diese vor allen Dingen auch die Gefühle, die da sind, die heute völlig anders aufgeheizt werden. Also so eine Feier oder eine Veranstaltung von den Skinheads heute oder von den Rechtsradikalen auf irgendeiner Wiese oder so, oder wenn sie durch irgendeine Stadt in Süddeutschland marschieren, ist natürlich anders als die SA. Und die Musik ist auch anders. Aber es ist eigentlich vergleichbar. Wie reagiert die? Die anfangen, die Straßen zu erobern und so. Und deshalb müssen wir, ich habe immer gesagt, bei mir in Kreuzberg findet keine solche Demonstration statt. Und wir haben dann immer mobilisiert und ja, haben es auch erreicht, dass die sich da nicht auf die Straße getraut haben. Haben sie dann in anderen Stadtteilen gemacht. Christian, wie reagiert ein Staat, wie reagiert oder begegnet die Bundesrepublik richtigerweise auch präventiv extremistischen, terroristischen Tendenzen und Gefahren? Was müsste da getan werden? Was wird möglicherweise auch schon gemacht? Was wäre da richtig, deiner Meinung nach? Also als Staat, in staatlicher Rolle. Als Staat immer Angebote machen, da auszusteigen. Da wird es immer welche geben, die man da auch erreicht. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe Beispiele. Das muss man anbieten, das muss man pflegen, das muss man zur Verfügung halten. Aber man muss nicht glauben, dass damit diese Gefahr beseitigt wird, weil die große Mehrzahl macht das ja nicht, dass sie sich besinnt und sagt, jetzt will ich ein anderes Leben führen oder so, sondern die machen weiter in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen und in den unterschiedlichsten auch Äußeren. Da verändert sich dann was, dann ist es hier die diese Bewegung, die Deutschland, die als Staat leugnet, fällt der Name jetzt nicht ein, dass die Reichsbürger. Ja, diese Reichsbürger, ich hatte eine ganze Zeit im Bundestag mit denen korrespondiert, weil der Anfang war ja, dass die eine Reihe von Sachen in Frage gestellt haben. Die haben gesagt, eigentlich haben wir gar keine richtige Verfassung, sondern nach dem Grundgesetz muss die Verfassung eigentlich nach der Vereinigung neu gemacht werden, jetzt im Ganzen und so weiter. Habe ich immer gesagt, ja, das sehe ich auch. Und auch, dass die Alliierten hier so stark sind, sehe ich auch. Aber das hat sich dann irgendwie verselbstständigt. Und jetzt kriege ich dann von irgendwelchen Irren, Irre ist jetzt böse gesagt, aber Briefe, wo sie mir dann schreiben, also sie zahlen keine Steuern und haben keinen Ausweis, den haben sie gerade verbrannt und so. Was natürlich irgendwie Blödsinn ist. Also man muss in den Punkten, in denen Kritik berechtigt ist, die muss man aufnehmen. Man muss natürlich ganz genau Bescheid wissen, was da dreut, welche Entwicklung ist da und muss, sobald sich das außerhalb der Gesetze bewegt, muss man dann auch Konsequenzen ziehen. Muss dann also auch staatlich eingreifen. Und dafür ist das Wissen erforderlich. Deshalb muss die Einrichtung, die nach unseren Vorstellungen dann die Rechtsradikalen oder die Nazis beobachtet, die muss so ausgestattet sein, dass sie wirklich sagen kann, wir wissen da alles, auch wo sich was neu entsteht oder welche Leute jetzt sich radikalisiert haben und so, damit man rechtzeitig eingreifen kann. Das ist genauso wie mit dem Terrorismus, dem IS-Terrorismus, der in Deutschland ja schon heftig war, der in ganz Europa überall war. Da habe ich immer bemängelt und das ist in der Öffentlichkeit immer bestritten worden. Ich habe gesagt, wenn die Polizei und die Sicherheitsbehörden in den europäischen Ländern so zusammenarbeiten würden, wie sie es müssen,
wie sie es eigentlich auch sollen, wo auch jeder davon ausgeht, dass natürlich ein Verdächtiger hier in Deutschland oder in Frankreich da nicht nur da verdächtig wird und nach ihm geguckt wird, sondern dass das in Europa verbreitet wird. Und dass da sind ja solche schrecklichen Fehler gemacht worden, dass Leute, die dann in anderen Ländern sich radikalisiert haben, dann hierher kommen und die Deutschen hatten keinerlei Informationen über die. Das war ja bis zu dem Fall Amri, den wir hier in Berlin vor der Tür hatten, wo diese Zusammenarbeit nicht ernst genommen worden ist, nicht geklappt hat. Durch Eifersüchteleien und so weiter sind Informationen hängen geblieben, sind nicht weitergegeben worden. So, da könnte ich dir, weil ich ja wirklich in dem PKG, also Parlamentarischen Kontrollgremium war, ich war sogar der, der am längsten da drin war, also von 1999 bis dann 2017 und der auch der Dienstälteste da war. Ich war die ganze Zeit, ich habe das mitgemacht und ich habe auch an viele Reformvorschläge gemacht, wo ich zum Beispiel dann vorgeschlagen habe, dass sie die Tätigkeiten, die sie jetzt hier gegen die Antifaschisten, es gibt ja noch Antifaschisten noch aus der Nachkriegszeit hier in Deutschland, dass sie die einstellen, weil das alles alte Opas sind und nette Leute sind, die dann beim Ostermarsch dabei sind und für den Frieden demonstrieren und gegen Waffenexporte und so. Und die sollt ihr nicht beobachten. Setzt lieber das Personal da ein, wo es wirklich dringend erforderlich ist. Und dann haben wir ja gesehen, was da für ein Verfassungsschutzpräsident war, ne? Der Herr Maaßen. Jetzt kandidiert er für die CDU wahrscheinlich. Aber der hat total versagt. Der hat, also ich könnte ihm Sachen nacherzählen, viele Sachen darf ich nicht erzählen, aber nacherzählen, dass die völlig versagt haben, auch bei der Verfolgung von NSU. Die haben alles, die haben falsch eingeschätzt und nicht, weil sie falsch abgewogen haben, sondern weil sie bestimmte Sachen einfach behauptet haben, ohne sie zu prüfen, ohne sie nachzuprüfen. Also man hätte alle die da schuldig geworden sind in den 10 Jahren, die hätte man nicht vor Gericht stellen, verlange ich ja gar nicht, auch nicht ins Gefängnis, sondern die hätte man vom Dienst von ihren Plätzen runternehmen müssen. Aber die sind aufgestiegen. Diese Karrieren kann man nachvollziehen. Auch der, auch einer im Kanzleramt war da dabei. Also da ist viel im Argen, wo man Gefahren nicht ernst genommen hat, bagatellisiert hat, weil es einem in die Politik nicht passte, weil eine Wahl bevorstand oder sonst irgendwas. Und da muss man konsequent sein und die möglichst unabhängig agieren lassen bei der Informationsbeschaffung, um dann die nötigen Informationen zu haben, dass man eingreifen kann, solange es noch der Schaden verhindert werden kann. Wissen anhäufen bzw. Informationen zu sammeln, ist ja eigentlich eine klassische Aufgabe eines Geheimdienstes, den wir ja haben als Verfassungsschutz. Und du hast angesprochen, sogar Kolleginnen und Kollegen der CDU sagen, dass der Verfassungsschutz eigentlich seit vielen, vielen Jahren reformiert gehört. Trotzdem packt es keiner an. Das wäre auch eine Frage an dich, warum tut es keiner? B, die zweite Frage wäre schon auch, wie du die ganze Sache mit dem Verfassungsschutz beurteilst. Du sagst ja selber, wir müssen auf der einen Seite ja Informationen sammeln. Das heißt, also wir brauchen einen Geheimdienst. Lässt sich denn aus deiner Sicht, aus diesem Verfassungsschutz, den wir jetzt haben, ein schlagkräftiger, guter Informationssammler machen? Oder sagst du, du hast vorhin auch schon mal gesagt, am besten abschaffen. Wenn wir ihn abschaffen würden, wer sammelt dann diese Informationen, damit wir dieses Wissen haben, um präventiv tätig werden zu können? Die Informationen sammelt auf dem ganz normalen Wege die Zivilgesellschaft und auch dazu kann man öffentlich seine Informationen zur Verfügung stellenden Zivile, eine Stiftung oder sowas einrichten. Das haben wir auch vorgeschlagen. Was heute passiert ist, dass die meinen, wenn sie da irgendwelche V-Leute einschleusen, dass sie damit erfahren, was bei der NPD los ist oder was bei der und der Kameradschaft los ist, das ist einfach Unsinn. Wir wissen gerade die Erfahrung dieses NSU
und Trios ist, dass die Verfassungsschutzbehörden voll dran waren. Die hatten in der Nähe dieses Trios, hatten die fünf bis zu 15 V-Leute, die für sie gearbeitet haben, die viel Geld hatten. Das waren alles Nazis. Und die haben gerne kassiert. Die haben zum Teil ihre Einkünfte, die sie beim Verfassungsschutz hatten, dann ihrer Organisation, ihrer Gruppe. Im Einzelnen steht alles in unserem Bericht, den wir damals geschrieben haben, das fantasiere ich jetzt nicht, haben die ihr Geld zur Verfügung gestellt. Haben gesagt, hier, ich habe dafür einen Verfassungsschutz gearbeitet, da kriege ich so und so viel Geld, das setze ich jetzt hier bei der Organisation ein. Ob sie das immer alles gemacht haben oder auch was für sich behalten haben, weiß ich nicht. Aber natürlich sind die Informationen, die man von solchen V-Leuten aus dem Milieu bekommt, die sind natürlich, die haben alles Mögliche erzählt über irgendwelche Zusammentreffen, über Schallplatten oder Platten oder CDs, die wieder auf dem Markt sind, rauskommen und so weiter, damit sie dem ihren V-Mann-Führern was geliefert haben. Aber sie haben eins nie getan, die Informationen gegeben, die zur Entdeckung des Trios geführt hätten oder auch anderer Leute. Das lässt sich im Einzelnen nachweisen. Das machen die nie. Also es ist eine Illusion, solche Leute anzuwerben. Die sind im Gegensatz zu den Linksradikalen, ist es bei den Rechten nicht verpönt, für den Verfassungsschutz zu arbeiten, sondern die sagen das manchmal sagen sie es auch nicht und lassen sich da bezahlen. Und der Verfassungsschutz macht das natürlich und denkt, wir haben jetzt schon 20 Leitsordner mit Meldungen von denen und es nützt nichts, weil das alles Sachen sind, irgendwie vorbereiten einer Programmdiskussion oder wer bei irgendeiner Versammlung was gesagt hat. Genauso wie sie ja in der Spitze der NPD, also dieser Nazi-Partei, Leute drin hatten und die konnten nur deshalb nicht verboten werden, nachher die NPD, weil das Verfassungsgericht gesagt hat, weiß gar nicht mehr, was kommt jetzt von der Gruppe an Gefährlichen oder was haben die V-Leute angerichtet, um zu zeigen, dass sie also wirklich eine gute Quelle sind, haben sie dann auch mal irgendwelche Anschläge gemacht und sowas. Ne? Also man wusste überhaupt nicht, wem soll man da was zurechnen. Deshalb hat das Verfassungsgericht gesagt, wir kommen da nicht weiter. Wir können ja nur jemand verurteilen, also jetzt verbieten, wenn wir wissen, die machen das. Aber wenn das der Verfassungsschutz macht oder dessen Leute in den rechten Gruppen, dann sind das ja die falschen Leute, die wir dann verbieten. Also da wird bis heute sehr, sehr viel falsch gemacht und das geht bis hin zu den Leuten, die sie aus dem islamistischen Terrorismus angeworben haben. Auch da gibt es Fälle, Einzelheiten darf ich nicht erzählen, Fälle, wo die Informationen bekommen haben aus diesem Milieu, aber von überzeugten IS-Leuten, die dann anschließend aufgefallen sind, weil sie irgendwo schreckliche Dinge angerichtet haben. Nicht? Also diese Meinung, wir kaufen die Leute und kaufen uns die Meldung oder sowas, die muss man also diese V-Leute abschaffen, auf jeden Fall im rechten Milieu. Die kosten viel Geld und bringen nur Informationen, die schon was wert sind, dass man sagen kann, da gibt es was und so, aber natürlich die wirklich weil diese drei Täter da, dieses Trio, die sind ja hier in Urlaub gefahren in Deutschland, die haben offen gelebt und die Kameraden wussten natürlich, wer das ist. Ne? Du hast es vorhin auch schon gesagt, in Deutschland gibt es eben ein Bundesamt für Verfassungsschutz, daneben in 6 Bundesländern eigene Landesbehörden für Verfassungsschutz. Und in den 10 übrigen Bundesländern werden die Aufgaben vom Verfassungsschutz von der Abteilung des Landesinnenministeriums übernommen. Hat da eigentlich noch irgendjemand einen Überblick, wer gerade von wem welche Daten sammelt und findet da ein Austausch statt? Wie ist da deine Einschätzung? Ja, das ist sehr mangelhaft. Wir haben also als hier in Berlin die rot-grüne Koalition, haben wir ja auch mal hier gehabt, unter meiner Mitwirkung ist die hier eingesetzt worden, da war eine Bedingung, den Verfassungsschutz aufzulösen.
und zu einer Abteilung beim Innensenator zu machen. Das ist auch gemacht worden. Da konnten dann alle Linken konnten ihre Akten einsehen, ich auch beim Verfassungsschutz. Aber die waren wenig ergiebig, weil sie alles irgendwie vernichtet haben oder jedenfalls nicht gezeigt haben. Das ist überall gemeint. Ich bin ein Gegner davon, das alles zu zentralisieren, weil ein solcher zentraler Klandestin, also im Geheimen arbeitende Gruppierung, da haben wir die schrecklichen Beispiele aus der deutschen Geschichte, was die machen. Also, dass man das auch möglichst dezentral organisiert, ist richtig. Natürlich muss das irgendwo zusammengebunden werden, das tun die auch. Also, dass in jedem Bundesland einen eigenen Verfassungsschutz gibt, halte ich grundsätzlich für richtig. Ich will diese Aufgaben, die ja regional beschränkt sind dann, die will ich nicht alle zentralisieren in Berlin oder in Bonn oder in Köln oder sonst wo, ne? Sondern die sollen schon nach eigenem, mit eigenem Personal und so das arbeiten. Aber die will ich natürlich genauso zivilisieren, sage ich mal, also öffnen, dass das nicht alles im Geheimen geschieht. Und das kann man durch eine parlamentarische Kontrolle. Ich bin ein heftiger Gegner, etwa, dass man denkt, man kann die Geheimdienste durch so Gremien, da sind sie jetzt dauernd dabei und setzen so Gremien aus Richtern und Staatsanwälten ein, die das machen sollen. Nein, das soll man nicht machen, sondern zur Kontrolle der Geheimdienste ist das Parlament da. Nur muss das Parlament in die Lage versetzt werden. Die müssen wirklich alles kriegen, also ich hätte alles kriegen müssen, was ich haben will. Und das war nicht der Fall. Ich habe das ja einmal versucht, dass ich dann nach Pullach gefahren bin, zum BND und gesagt habe, ich will jetzt die und die Akte sehen. Sie wissen ja, ich bin parlamentarisches Kontrollgremium. Ja, ja, da haben die sich nett mit mir unterhalten und wollten mir Kaffee anbieten und so. Und an die Aktenschränke so ran kam ich nicht ran. Das heißt, die Parlamentarier, die Kontrolle ausüben, die müssen auch personell in die Lage versetzt werden, dass sie kontrollieren können. Das heißt, sie müssen jeweils einen Stab haben von Leuten, die sie beauftragen können. Ich war mehrfach in den USA mit Parlamentsdelegationen, also mit das PKG ist dann nach London, Washington geflogen und hat sich erklären lassen, wie das in den USA ist. In den USA haben die Abgeordneten, die in diesen Gremien sitzen, da haben die mehrere Gremien, sitzen, haben einen Stab, großen Stab von Mitarbeitern und da können sie sagen, die Mitarbeiter so und so, die setzen, die roten jetzt an beim CIA und kontrollieren die und die Abteilung, müssen alles vorgelegt kriegen, alle Akten, alle Bänder und alles in alle Computer Einsicht haben und dann machen die ihren Bericht und dann kann man auch wirksam kontrollieren. Für uns war das nicht oder ganz schwer möglich, nur in einzelnen Fällen. Und wir haben ja dann häufig einen Untersuchungsausschuss auch gehabt, in mehreren, da war ich auch überall drin. Da haben sie sich dann geweigert, haben die Akten, die sie uns gegeben haben, geschwärzt. Also wir haben dann versucht, die zu entschwärzen und entschwärzen zu lassen. Also es muss ein heiliges Prinzip sein, das Parlament darf alles wissen. Und da gibt es keine Zeile, die man nicht teilt, also den Abgeordneten, die dafür ausgewählt sind. Hochinteressant, vielleicht da noch ein ändern. Also da hast du, wenn du im Bundestag kommst, hast du viel Arbeit. Ja, ich merke schon, ich schreibe auch immer mit, was ich alles machen muss, wenn ich dann da bin. vielleicht mal noch eine ganz grundsätzliche Frage, Christian. Glaubst du, dass ein Geheimdienst erfolgreich arbeiten, ich sage jetzt mal, sein kann, also erfolgreich arbeiten, Informationen sammeln kann, aber gleichzeitig auch die verfassungsrechtlichen Schranken einhält dabei, bei seiner Arbeit. Glaubst du, das lässt sich zusammenbringen? Also ein erfolgreicher Geheimdienst, der auch... Das muss sein. Also wir haben ja den größeren Geheimdienst, ist der Bundesnachrichtendienst, der Auslandsgeheimdienst. Da bin ich sogar dafür, den grundsätzlich zu erhalten. Sehr, sehr eingeschränkter und konzentrierter Form, sehr gut kontrollierter Form. Da muss man noch viel besser kontrollieren. Wir haben ja in dem Untersuchungsausschuss rausgekriegt, unsere Geheimdienste, also der Bundesnachrichtendienst, dasselbe macht wie die Amerikaner, das, was Edward Snowden aufgedeckt hat, dass die Amerikaner überall in der Welt
alle und alle Regierungen, nichts ist tabu, Abhör, auch in Deutschland natürlich. Das macht der Bundesnachrichtendienst auch. Beste Freunde, auch in im obersten Rang, werden abgehört. Das darf natürlich alles überhaupt nicht sein. Also wie kann eine deutsche Kanzlerin oder ein deutscher Kanzler, der sich mit irgendeinem Ministerpräsident aus einem verbündeten Land trifft, dem noch in die Augen gucken, wenn er weiß, mein Geheimdienst, weil der Bundesnachrichtendienst ist direkt dem Kanzleramt unterstellt, mein Geheimdienst hat den gestern Nachmittag abgehört. Oder das darf ja alles nicht sein. Also wir haben jetzt zuletzt, als ich noch im Bundestag war, versucht, da Änderungsvorschläge zu machen. Das ist natürlich alles abgelehnt worden, weil erstens was aus der Opposition kommt, nie beachtet werden darf und nie ernsthaft behandelt werden darf. Und zweitens haben die dann eigene Änderungen gemacht, weil auch das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, so darf der Dienst nicht weiterarbeiten. Also das geht, das ist auch notwendig, etwa für die Spionageabwehr. Also wir wollen ja nicht, dass russische oder US- oder chinesische Geheimdienste hier in unsere Computer einbringen. Das wollen wir abwehren und da bin ich auch dafür. Ich kann das zwar nicht, aber ich bin dafür, dass da Leute für ausgebildet werden und das auch betreiben, auch bei mir. Aber dafür müsste das beispielsweise, also nicht so James Bond unterwegs oder so mit dem Colt irgendwie im Gürtel, das auf gar keinen Fall. Okay. Gehen wir weg vom Geheimdienst, kommen wir zu meinem Favorite-Thema. Das ist auch mein letzter Themenblock für alle, die schon fleißig Fragen sich aufnotiert haben. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Ich mache jetzt noch meinen letzten Themenblock, die Polizei. Und danach seid dann ihr dran, das sind Sie dran. Da dürfen Sie dann Fragen stellen in die Runde, beziehungsweise an Christian Ströbele. Und die ganze Veranstaltung haben wir auf circa 90 Minuten mal festgelegt, aber der Christian hat gesagt, er hat auch noch ein paar Minuten länger Zeit. Ja, das mal zur Information, das habe ich eingangs vergessen. Ja, kommen wir zur Polizei. Christian, du hast schon gesagt, das war mal ein rotes Tuch für dich, aber zwischenzeitlich bist du ganz froh, wenn sie da sind. Du hast sie auch schon selbst oft gebraucht. Was für ein Verhältnis hast du jetzt zur deutschen Polizei, sage ich mal? Also nicht nur die Justiz, auch die Polizei hat sich verändert. Ich kann das im Augenblick nur sagen für Berlin. Wir haben jahrelang, wenn hier bei 1. Mai-Demonstrationen oder so dann Randale war oder eine Tankstelle brannte oder sowas, haben wir immer gesagt, da mit der Polizei, mit möglichst vielen Beamten, die aus ganz Deutschland da anreisen, einzugreifen und dazwischen zu hauen und Tränengas und Wasserwerfer und weiß ich was alles. Das ist der falsche Weg. Deeskalation ist der richtige Weg. Heute ist es so, dass jedenfalls in Berlin, ich weiß nicht, wie es in Bayern ist, dass das ein selbstverständliches Lehrfach in der Polizeiakademie ist. Das haben mir die selber berichtet. Und heute ist es so, dass ich zum Beispiel, eine meiner letzten Demonstrationen war auch dieser G20-Gipfel in Hamburg, da war ich auch, habe ich bei der einen Demonstration mitdemonstriert und dann bin ich so an der Seite entlang gelaufen und da sah ich dann auch mehrere Polizeioffiziere aus Berlin, die da offenbar auch hingekarrt waren, damit sie da helfen, also mit ihren Leuten. Und dann habe ich mich mit einem unterhalten über die Vorfälle, die in der Nacht vorher da im Schanzenviertel gewesen sind, wo es gebrannt hat und so. Und er sagte dann was ist denn hierzu? Ja, die haben unsere Expertise einfach nicht beachtet. Also wie konnte es dazu kommen und was war da los? Also es ist so, dass ich das selber weiß. Ich kenne auch Polizeibeamte, die mir das erzählt haben, dass das auf den Polizeischulen inzwischen gelehrt wird in Münster, dass das ein wichtiges Fach ist. Und damit haben sie erreicht,
dass sehr, sehr viel von der Gewalt, die vorher auf den Straßen war, wenn Demonstrationen waren und wenn da auch dann zur Auseinandersetzung kam und so, zu deeskalieren, da zu sein, aber wirklich nur einzugreifen, wenn es zwingend notwendig ist und so weiter. Und das geht natürlich bis in die obersten Stellen der Polizei, die dann da auch anwesend sind. Ich war so häufig, wenn ich auf so einer Demonstration war und sah, da eskaliert jetzt was, in Versuchung, ich habe das sogar auch mal gemacht, dann zu dem Polizeiwagen, wo die Führung drin saß, gegangen und sagt, wie können Sie das machen, da diese Straße auch noch abzusperren? Lassen die Leute doch da weglaufen und so. Das war einfach nicht denkbar. Das musste ausgefochten werden. Also die haben da sehr stark gelernt. Leider kommt es im Augenblick ein bisschen da diesen Verschwörer-Demonstrationen zugute, dass die auch auf die Frage, warum hat er die Demonstration jetzt nicht aufgelöst, gesagt hat, das hätte ihm kein Verhältnis gestanden zu dem, was dann möglicherweise passiert wäre, wenn da 10.000 Leute oder 15.000. Das ist, ob das da immer richtig ist, muss man sehen. Auch da habe ich ein anderes Konzept, wie man mit solchen Demonstrationen umgeht. Aber das ist eine der Folge, genau hinzugucken und abzuwägen. Ja, habe ich da jetzt drei Maskierte? Da kann man sich ja heute nicht mehr drüber. Das war damals immer das Problem, dass da von irgendeinem schwarzen Block 20 Leute oder 50 Leute maskiert, also so eine Maske hatten. Heute wird das ja verlangt. Heute müssen die, dürfen sie nur mit Maske demonstrieren. Also da hat sich sehr, sehr viel verändert, muss man sagen. Was nicht heißt, dass es immer noch zu Übergriffen kommt und völlig untragbaren Einsätzen. Also hier haben wir einen Innensenator, der da versucht, wie so ein besetztes Haus zu räumen, da ist er jetzt schon seit mehreren Jahren dabei. Und jedes Mal, wenn er es versucht, führt das zu Eskalationen, die überflüssig sind. Also in meinem Wahlkreis, würde ich sagen. Also damals warst du dann schon als Polizeiberater auf Demonstrationen unterwegs und in unseren Vorgesprächen hast du mir ja auch erzählt, dass du zwischenzeitlich hobbymäßig selber zum Polizisten geworden bist, weil du jeden Tag im Rahmen deines Spaziergangs an der Spree oder man muss besser sagen, wenn du auf Streife bist, mit einem Meterstab die Leute auf das Einhalten des Corona-Sicherheitsabstands aufmerksam machst. Wenn du beruflich nochmal von vorne anfangen müsstest, würdest du dich dann vielleicht doch in der Berliner Polizeischule einschreiben oder müssten wir dann mit einer Polizei oder Verkehrskontrolle? Nein, das würde ich natürlich nicht machen. Ich habe immer noch viele Kritik auch nach Einsätzen, nach Einzeleinsätzen. Und ich bin geprägt von Gerichtsverfahren, und zwar Dutzende von Gerichtsverfahren, wo es darum ging, dass jemand wegen Widerstand festgenommen worden ist und dann in einer Weise gequält worden ist und geschlagen worden ist und gegen eine Wand geschmissen worden ist und so, wo das dann nachher geleugnet worden ist. Und ich so, wie der Mandant auf der Bank saß und die Fäuste geballt haben, gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Passiert einem sowas und er wird dann nachher noch wegen Widerstand verurteilt. Also solche Fälle gab es. Früher hatte nicht jeder ein Handy in der Tasche, da konnte nicht das gleich dokumentiert werden, wie heute das in den USA geschieht, bei so Übergriffen gegen Farbige. Das hätten wir damals gerne gehabt und hätten das auch gerne fotografiert, aber vielleicht in der Demonstration hatten zwei irgendeine Kamera oder so. Also diese Kritik habe ich nach wie vor. Und das mit dem Metermaß muss ich erklären. Das ist mein Gang, wo ich dann mit meinem Rollator und manchmal mit einem Begleiter dadurch an der Spree entlang laufe. Und da ärgere ich mich immer, wenn die Leute, auch die da Sport treiben, an mir vorbeihecheln. Ich spüre hinten schon den heißen Atem. Und dann sind sie hier so 20, 30 Zentimeter von mir entfernt, joggen sie dann vorbei. Oder auch andere überhaupt nicht, die gar nicht Platz machen, ganz eng sind. Da habe ich gesagt, da muss man was machen. Und da setze ich mich immer auf so ein Mäuerchen
und habe das ausgemessen und habe auch einen Metermaß dabei und sage den Leuten dann immer ganz freundlich, also nicht allen, kenne ich ja ganz, aber die meisten halten sich nicht an, an den Abstand. Und dann sage ich dann, also halten sich mal 1,50 Meter Abstand. Dann sagen die doch und dann sage ich hier mal einen Meter. Christian, die Polizei in unserem Land hat auf der einen Seite Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren, auf der anderen Seite sollen Straftaten erforscht und aufgeklärt werden. Die Befugnisse, welche den Polizistinnen dann in die Hand gegeben werden, stehen immer wieder in öffentlicher und politischer Diskussion. Sie sind in der Regel immer logischerweise mit Eingriffen in die im Grundgesetz verankerten Bürgerrechte verbunden. Wann und bis zu welchem Grad dürfen diese Eingriffe stattfinden bzw. gehen? Wo liegen die Herausforderungen, auf einem sicherlich ja sehr schmalen Grad nicht abzudriften und trotzdem erfolgreich Straftaten aufzuklären? Lässt sich das überhaupt so pauschal beantworten? Nein, wir haben ja die Bestimmungen für den Einsatz von Polizeibeamten und der darf eben nur mit richterlicher Genehmigung in bestimmte Rechte eingreifen. Und das finde ich auch gut, wenn ein unabhängiger Jurist beurteilt, ist jetzt eine Maßnahme, zum Beispiel eine Abhörmaßnahme oder eine Videoaufnahme oder irgend sowas, ist das erforderlich. Ne? Dann kann er das machen. Im Einzelfall ist er natürlich nicht vor Ort und kann sagen, das darfst du jetzt nicht und das darfst du, sondern das muss vorher beantragt werden und dann kann man das einsetzen. Ich glaube, daran scheitert auch die Verbrechensbekämpfung nicht, sondern auch darüber kann man, gibt es viele Erfahrungen, warum das eben möglicherweise manchmal auch wegen eines falschen Menschenbildes, was Polizisten haben. Also vom Aussehen her, von den Personen her, von der Hautfarbe her, und das darf natürlich überhaupt nicht sein, sondern das muss jetzt ohne Ansehen der Person aufgrund ihrer äußeren Merkmale oder ihrer sein, sondern wenn jemand irgendwie was anstellt, dann muss der Polizeibeamte natürlich eingreifen, versuchen, das zu verhindern oder nachher auch feststellen, wenn das was strafbar ist, wenn er es belegen kann oder wenn er meint, das belegen zu können. Aber weißt du, es ist auch so, sehr viele Polizisten werden eingesetzt, beispielsweise, das ist mein Lieblingsthema, eingesetzt bei der Drogenverfolgung. Also bei der Verfolgung der Menschen, die Cannabis zu sich nehmen zum Beispiel. Ich bin dafür bekannt, dass ich schon immer gefordert habe, gebt das Hanf frei und zwar sofort, da habe ich sogar mal einen Schlager. Also bin ich mit in die Charts gekommen, sogar auf Platz 2, glaube ich, oder sowas und habe auch Geld dafür verdient mit dem Ding. Weil ich aus meiner anwaltlichen Erfahrung weiß, wie viele Polizeikräfte völlig unsinnigerweise da gebunden werden. Es kommt nichts dabei raus, die Leute werden festgenommen, also jetzt die Konsumenten werden festgenommen und dann wird geguckt, sind es 1 Gramm zu viel oder 3 Gramm zu wenig. Und das ist völliger Unsinn. Wenn man das Zeug kontrollieren will, wofür ich auch bin, dann soll man es kontrolliert abgeben. Weil die größte Gefahr heute ist, dass gerade junge Leute oder auch Erwachsene Cannabis nehmen, was gefuscht ist, also was besonders süchtig macht, was gefährlich ist. Und wenn das verboten ist, dann kann man es auch nicht kontrollieren. Also ich bin absolut für die Freigabe von Cannabis. Das ist auch die Forderung der Grünen. Das ist inzwischen auch die Forderung der FDP, inzwischen auch der Forderung der SPD, weiter Kreise jedenfalls der SPD. Und wir haben dazu ein Gesetz vorgelegt, wo wir sagen, eine kontrollierte Abgabe an Erwachsene, natürlich nicht an Jugendliche, an Erwachsene, die muss möglich sein, wo man das Zeug wie in der Apotheke oder in so einem Internetcafé oder sowas kaufen kann. Das ist geprüft und das ist kontrolliert und da darf man auch nicht jede Menge einkaufen und man darf sich auch zu Hause ein paar Pflanzen halten. Da so mit der ganzen Macht des Staates eingreifen, wo überhaupt nichts rauskommt.
Und für dich als Polizist muss es doch völlig frustrierend sein, da habe ich mich mit vielen Beamten schon unterhalten, die sind die ganze Nacht unterwegs, im Görlitzer Park zum Beispiel, dann haben sie irgendwie einen und haben einen bei einem dann tatsächlich oder gesehen, wie der da irgendwas ins Gebüsch gelegt hat und dann oder einem gegeben hat und dann halten sie den an, dann hat er sowas und dann kommt er in den Polizeiwagen, wird aus Polizeirevier gebracht, wird dann kontrolliert und Protokoll aufgenommen, alles hin und her. Was kommt nachher raus? Nichts. Also jedenfalls in Berlin in der Regel nichts. Ne? Das ist völlig frustrierend zu sagen, warum schickt man uns da überhaupt hin? Ne? Der Aufwand ist sicherlich enorm, da gebe ich dir recht. Trotzdem glaube ich, behaupten zu können, dass die Polizei deutschlandweit mit einem akuten Personalproblem konfrontiert ist und auch schon längst nicht mehr alles so verfolgen kann, wie man es vielleicht landläufig meint, sage ich jetzt mal. Wie siehst du das? Ich sage es mal ein bisschen provozierend, als freiheitsliebender Mensch, hast du ja auch gerade gesagt, Personal bei der Polizei eher abbauen, Kosten bei der inneren Sicherheit am Personal sparen und hier im Bedarfsfall möglicherweise eher Bundeswehr als eine Art Hilfspolizei mit polizeilichen Befugnissen fürs Inland ausstatten. Wie siehst du das? Wird ja auch immer wieder diskutiert, die Bundeswehr hier mit, weil eben so ein massives Personalproblem da ist, dann die Bundeswehr im Inland für polizeiliche Aufgaben mit einzubinden. Eine schreckliche Vorstellung. Da haben wir und auch schon die Menschen vor mir gegen gekämpft, dass man die Bundeswehr im Inneren einsetzt, Sicherheitszwecken oder möglicherweise noch mit Waffen. Also das darf auf gar keinen Fall sein. Ich habe meine zweite Impfung am Ostersamstag bekommen von einem Bundeswehrangehörigen. Wenn sie das machen, dann bin ich damit auch einverstanden. Aber um Himmels Willen, die nicht im Inland mit sowas einsetzen, das wäre in jeder Hinsicht völlig der falsche Weg. Nein, ich sage, wir sind auch für die bessere Ausrüstung der Polizei und auch für einen Polizeiaufwuchs, einen Personalaufwuchs bei der Polizei, sofern das erforderlich ist. Weil wir erwarten ja, dass sie auch bestimmte Sicherheitsaufgaben erfüllen. Es ist heute so, leider auch in Berlin, dass es nicht mehr so ist, dass auch Frauen nachts hier durch den Tiergarten von irgendeinem Lokalbesuch nach Hause gehen können oder sowas. Dass sie da Angst haben. Das ist unvergleichlich besser hier als in den Ländern etwa Mittelamerikas oder den USA oder New Yorks oder sowas. Ist die Sicherheitslage hier sehr viel besser. Aber auch hier merkt man, dass da Bewegung drin ist. Also dass es nicht sicherer wird, sondern unsicherer wird. Und das darf natürlich überhaupt nicht sein. Da sagen wir, für die legalen, legitimen Aufgaben der Polizei wollen wir die Polizei so ausrüsten, dass sie das optimal erfüllen kann und auch personell. Das heißt, es kann auch zusätzliche Polizeibeamte heißen. Damit auch die anderen noch drankommen, abschließend meine wichtigste Frage, die ich an dich habe. Warum braucht es deiner Meinung nach unbedingt mehr grüne Polizistinnen und Polizisten als Abgeordnete im Deutschen Bundestag? Also erstmal muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich aus allen Berufen die kommen. Und wir können ja irgendwann so weit kommen, dass der Bundestag nur noch besetzt wird nach Paritäten oder so und nicht mehr nach durch Wahl. Also das war jetzt auch ein Scherz. Natürlich ist es gut, wenn möglichst viele Berufe auch im Bundestag repräsentiert sind. Und wir reden im Bundestag, in dem Innenausschuss beispielsweise, viel über polizeiliches Versagen, über polizeiliches positive Sachen. Und wenn da jemand dabei ist oder mehrere dabei sind, die sich da auskennen, die sagen, ich habe da auch schon irgendwie Wache geschoben oder Streife gefahren und so und ich weiß da, wie das so ist, dann ist das immer genauso ein Vorteil, wie wenn jetzt in der Pandemiezeit Leute wie Lauterbach oder sowas aus dem medizinischen Beruf kommen und sagen, ich kenne mich da aus und ich kann da euch bei der Meinungsbildung sehr gut helfen. Also klar. Okay, super. Christian, dann würde ich jetzt mal meine Fragetour abschließen und an Anja übergeben. Oder hat Nathan gesammelt? Anja, Nathan?
An wen übergebe ich jetzt? Gesammelt, An die. Entschuldigung, ich musste mich erst entstummen. Ja, wir haben zwei Fragen bisher. Der Wolfgang hätte eine Frage an den Christian. Und zwar würde er gerne wissen, wie ist deine Sicht auf die Partei im Begriff weichgespült zu werden, um an die Spitze zu kommen, in der Sicht auf Menschenrechte, Grundrechte und Grundgesetz? Das ist eine berechtigte Frage. Ich habe immer wieder ein schlechtes Gefühl gehabt, wenn ich den Eindruck hatte bei verschiedenen Äußerungen, also im Augenblick sind das ja nur Äußerungen, der grüne Abgeordnete zu wichtigen Fragen in der Gesellschaft, also von der Außenpolitik, also etwa in der Kriegs- und Friedensfrage, bis hin natürlich auch zu Sicherheitsfragen und so. Wenn die da zu zurückhaltende Antworten oder zu versuchen, ausgleichend zu antworten, da muss ein klares Wort gesagt werden, zum Beispiel. Ich twitter ja auch. Ich habe immer noch irgendwie, glaube ich, 180.000 oder so Follower und Twitter leider jetzt relativ selten, aber immer noch, wenn mich was ärgert und da kommt das auch vor, genauso wie ich da twitter, dass die Bundestagsabgeordneten gegen die Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan stimmen müssten, endlich mal. Das hat die Mehrheit jetzt auch getan, zu meiner Befriedigung. Aber ich bin da einer von denen, die sehr kritisch hinschauen und auch den Mund aufmachen, wenn das nicht gut ist. Ich habe auch schon in Interviews geäußert, dass wir manche Stellungnahmen zu sehr schon jetzt eine Rücksicht erkennen lassen auf mögliche Koalitionspartner. Die nächste Frage geht von Mike an den Daniel. Nochmal zum Thema Hanf. Würde er gerne wissen, wie hier deine Meinung ist und deine Erfahrung in der täglichen Polizeiarbeit. Als Liberaler kann er der Forderung nur zustimmen, aber das Binden ja der Polizeikräfte, aber auch der Gerichte, dafür ist wirklich schade. Das holländische Modell wäre ja auch eine Idee, oder wie siehst du das als Polizist? Ja, ich stehe da schon hinter der Forderung oder der Idee der Grünen, für den Eigenbedarf THC freizugeben, ob es gleich die 15 Gramm sein müssen, die grüne Jugend fordert, weiß ich nicht, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber grundsätzlich sollte der Konsum aus meiner Sicht entkriminalisiert werden. Wenn man über Suchtfragen streitet, dann müsste man ja über viele Dinge sprechen. Ich war 7 Jahre lang Rauschgiftermittler. Ich habe auch ganz, ganz schwere Suchtverläufe, auch was das THC anbelangt, miterlebt. Also so ist es nicht. Es ist nicht ungefährlich. Und was Christian gesagt hat, das stimmt. Man muss schon auch sehen, das Hochgezüchtete, was es momentan gibt an Cannabis, was verkauft wird teilweise, was die Jugendlichen konsumieren jetzt, das hat einen THC-Gehalt. Das lässt sich nicht mit dem Zeug vergleichen, sage ich jetzt mal, was manche Leute in den 60er, 70ern geraucht haben. Das, was die damals geraucht haben, das nehmen die heute zum Strecken oder schmeißen es weg. Also das muss man auch wissen. Und es ist auch so, dass es durchaus künstliche Formen gibt und alles Mögliche mittlerweile verraucht wird, was absolut mega gefährlich ist. Also wie gesagt, zum Cannabis, es hat definitiv Suchtpotenzial, da wie viele, viele andere Dinge auch. Aber zum Eigenbedarf an Erwachsene, so wie es Christian auch gesagt hat, bin ich schon dafür, dass man das freigibt. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Nee, ich möchte noch zwei kurze Bemerkungen dazu machen. Die Gefängnisse, das weiß ich als Rechtsanwalt, und die Justizbehörden sind damit beschäftigt, die Kriminalität, die mit dem illegalen Rauschgifthandeln verbunden sind, zu verfolgen. Da gibt es natürlich schlimme Leute, die das kiloweise hier nach Deutschland bringen. Und wenn sie dann erwischt werden, kriegen sie hohe Freiheitsstrafen. Aber die gäbe es doch alle gar nicht, wenn es das legal gibt. Das ist, man muss sich doch nur die Erfahrung der USA in Chicago der 20er Jahre angucken. Als die den Alkohol dort verboten haben, da blühten natürlich überall der illegale Alkoholhandel und der
Alkoholgenuss. Und das in dem Augenblick, wo das dann wieder freigegeben worden ist, war eine ganze Gruppe der Mafia einfach arbeitslos oder musste sich neue Arbeit suchen. Ne? Also dass dieses Verbot kreiert Verbrechen, und zwar schlimme Verbrechen, verbunden sehr häufig auch sogar bis hin zum Mord, weil man irgendwie das Revier verteidigen muss und ähnliche Geschichten. Also auch das würde man wegkriegen. Und jetzt zu dem Gesundheitsargument. Bei jeder Rede, ich bin auf vielen Veranstaltungen aufgetreten, da zu Cannabis-Stellungen, habe ich immer gesagt, ich habe das selber nie genommen in meinem Leben. Ich will das auch nicht, muss das ja auch nicht. Aber ich weiß, dass Cannabis, die Einnahme von Cannabis, Sucht erzeugen kann und dass die Sucht auch schlimme Folgen haben kann, also bis zu bleibenden Schäden. Ganz klar, ja. Aber wenn wir gleichzeitig den Alkohol in Deutschland legal lassen, wofür ich bin, weil ich will nicht den Alkohol verbieten, dann müssen wir feststellen, dass am Alkohol jedes Jahr Zehntausende von Menschen sterben. Ich habe in meiner nächsten Umgebung das erlebt, was für schreckliche Tode das sind bei den Leuten, die alkoholabhängig sind und auch Verbrechen, damit sie an Alkohol begehen, machen. Da denkt keiner dran. An Cannabis ist noch keiner gestorben. Das sind auch schlimme Folgen zum Teil. Es gibt diese Fälle, auch die Leute, die dann psychiatrisch behandelt werden müssen und so. Ja, natürlich, klar. Das ist bei vielen solcher Genussmittel, sage ich mal, ist das einfach der Fall. Aber das zu verbieten, ist der falsche Weg. Man muss den Leuten, man muss das viele Geld, was man einnehmen kann, ihr wisst ja wahrscheinlich, dass jetzt in New York das Cannabis legalisiert worden ist. Die nehmen damit im Jahr 300 Millionen Euro ein. Und die 300 Millionen Euro kann man gut einsetzen für die Gesundheit der Süchtigen, dass sie sich das abgewöhnen. Ja, vielleicht, wenn ich noch eins oder zwei Sachen ergänzen darf. Also nochmal, Cannabis ist nicht zu unterschätzen. Ich habe da wirklich auch schlimme Schicksale miterleben müssen, weil der Cannabiskonsum wirklich drastische psychische Folgen nach sich ziehen kann. Und diese Folgen dann doch auch, das kann man so sagen, ich habe nicht aktuell, ich habe einen Fall selber miterlebt, selber bearbeitet, dann in einem Suizid. Natürlich nicht sofort, aber nach einigen Jahren, bei einem sehr jungen Menschen geführt hat. Und aber es sind natürlich Einzelfälle. Aber grundsätzlich bin ich schon dafür, wie ich es schon gesagt habe, Cannabis zu entkriminalisieren. Einstiegsdroge ist für mich definitiv nicht Cannabis, wenn es immer so heißt, sondern da bin ich auch bei Christian. Einstiegsdroge ist definitiv Alkohol bei uns. Da haben wir auch eine ganz große Aufgabe für unsere Kinder und Jugendlichen. Da sehe ich eine viel größere Gefahr noch beim Alkohol als bei anderen Suchtmitteln. Und eins muss man auch wissen, wenn jetzt die 16-, 17-Jährige sagt, ja, man will mal kiffen, man will es mal ausprobieren, dann wendet sie sich in der Regel an eine Person, die ihr nicht nur Marihuana verkaufen kann, sondern eben auch ganz andere Dinge. Und das sind alles so Sachen, aber da könnten wir wahrscheinlich den ganzen Abend diskutieren. Und ja. Gibt es denn weitere Fragen? Also es ist erstaunlich. Ich glaube, Christian hat ganz viele beantwortet. Es gibt nur einige Anmerkungen noch. Der Ralf bedankt sich zu den Worten zur positiven Entwicklung bei den Polizeibehörden, besonders in Demo-Geschehen und zu den klaren Worten bezüglich Personalsituation und Aufgabenvielfalt. Ralf, ist auch schön, dass du da bist. Ich sehe dich zwar nicht, aber genau. Ja, und einige, die sich hier schon bedanken, weil sie die Diskussion sehr interessant fanden, was du alles erzählt hast, Christian. Und ja, dem kann ich mich nur anschließen. Wenn jetzt keine weiteren Fragen kommen, dann gebe ich nochmal zurück an dich, Daniel. Ja, dann würde ich schon mit der Abschlussfrage, die Abschlussfrage an den Christian richten. Lieber Christian, was wünschst du dir von deiner Partei, von uns Grünen für die Zukunft? Welche Tipps
gibst du uns so kurz vor der Bundestagswahl 2021 mit auf den Weg? Ja, ich habe das ja vorhin schon angedeutet. Man darf nicht seine richtigen Forderungen vernachlässigen oder ganz schleifen, weil man meint, man muss in eine Koalition, reingehen oder drin bleiben. Das wird sich ja dann jeden Tag oder jeden Monat auch mal die Frage stellen, können wir das mitmachen, wollen wir das mitmachen, sondern man muss dafür kämpfen und man muss sich dafür einsetzen, dass das, was man für richtig erkannt hat, auch umgesetzt wird. Und das schulden wir den 40 Jahren, die es die Grünen gibt und den vielen, vielen Menschen, die sich da engagiert haben und die da durchgehalten haben. Und kann ich jetzt einfach sagen, ja, aber ist doch so schön oder wir können auch das und das Positive erreichen, sondern es geht ja immer um Essentials. Ne? Und da gehört für mich eins, was in der ganzen Programmdiskussion und jetzt viel zu kurz gekommen ist, ist zum Beispiel die Kriegs- und Friedensfrage. Ich bin auch einer, der aus der Friedensbewegung kommt. Und da gibt es noch viele bei den Grünen. Und die sagen, wir nehmen, die Bundeswehr ist dafür da, da ist sie mal nach großen Zweifeln für gegründet worden, dass sie das Land verteidigt. Aber um Himmels Willen, deshalb hat der damalige Verteidigungsminister, der damalige Verteidigungsminister jedenfalls in Deutschland gesagt, wir verteidigen unsere Freiheit am Hindukusch. Das war ein solcher Blödsinn, nur weil er irgendwie keine vernünftige Antwort wusste. Von der SPD. Das ist unglaublich und das darf nicht sein. Wir sind bald bei 30-jährigen Krieg, wenn wir da so weitermachen. Und es kann Situationen geben, das sage ich jetzt mal abschließend, um da nicht als einer dazustehen, der sich die Hände nicht schmutzig machen will. Ich war selber in Ruanda. Ich kenne das Land, ich kenne den Staatspräsidenten, habe mit dem geredet. Ich kenne den noch aus Berlin, also als der hier in Berlin aufgetaucht ist und so. Und ich habe ihm gesagt, und ich glaube, das sage ich auch noch immer, wenn ich damals was zu sagen gehabt hätte, als der Völkermord in Ruanda stattfand, da wäre auch ich dafür gewesen, da die UNO-Soldaten, die dort waren, die abgezogen wurden, zu beauftragen, da einzugreifen und zu verhindern, dass man in einer Kirche 500 Leute verbrennt oder niedermetzelt. Ne? Es gibt solche Situationen. Die sind aber bisher meiner Meinung nach in keinem Falle notwendig gewesen. Man soll sagen, es gibt nie niemals, aber es gibt das, dass es so gut wie niemals ist. Und sonst halten wir uns aus den Kriegen raus. Es ehrt Deutschland. Also auch wenn Trump das Gegenteil gesagt hat und Biden das jetzt auch wiederholt, es gibt keinen Zwang für ein Land, sich an irgendwelchen Kriegen zu beteiligen. Also Gott sei Dank hat ja Rot-Grün damals bei dem Irakkrieg nicht mitgemacht. Dieser Irakkrieg von dem Bush hat den ganzen Nahen Osten in Brand gesetzt. Der brennt heute noch mit inzwischen Millionen von Toten. Ne? Gott sei Dank haben wir gesagt, also Fischer und Schröder, da machen wir nicht mit. Das hat mich damals ein bisschen versöhnt mit den Kriegsbeteiligungen. Aber das kann man doch machen. Man kann doch sagen, wir haben die Schnauze voll von Kriegen zu führen. Das deutsche Volk soll die nächsten Generationen keine Kriege führen. Es sei denn, es wird selber angehört. Das müssen wir also auch auswerten. Vielen Dank. Auch für die Dinge, die du uns jetzt mitgegeben hast, wo wir aufpassen müssen. Was die Friedenspolitik, ganz wichtiger Aspekt auch. Und ich darf mich jetzt an der Stelle auch im Namen von Nathan und Anja vom Orga-Team, aber auch im Namen unserer Kreisverbände und dem Bezirksverband Schwaben bei dir ganz, ganz herzlich bedanken, lieber Christian. Es war eine wirklich große Ehre für uns, dass wir den heutigen Abend mit dir verbringen durften. Ich sage jetzt nicht, bleib so, wie du bist, weil das bleibst du sowieso. Allerdings wünschen wir dir viel Gesundheit, alles Gute. Und auf ein Wiedersehen.
Und an euch alle, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Bis nächste Woche treffen wir uns schon wieder. Wie mit Katha Schulze sprechen auch nochmal über die Thematik Innenpolitik, dass ich es nicht wieder falsch sage. Ab morgen könnt ihr euch anmelden auf den Homepages der Grünen Unterallgäu, Memmingen, Ostallgäu. Genau, also ab morgen auf die Homepages gehen, dann ist die Anmeldung freigeschaltet und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und jetzt wünsche ich euch allen, wo immer ihr gerade auch seid, einen schönen Restabend. Tschüss und Servus. Danke, Christian. Okay. Auf Wiedersehen. Tschüss, Christian. Tschüss.